Hi Leute, nun bin ich in Naples und esse heute mit meiner Freundin in Rip City. Rip City ist auch wieder eine Fastfood-Kette oder besser gesagt Fastfood-Restaurant. Berühmt ist es für seine Rippchen, aber hier gibt es auch andere Sachen, wie zum Beispiel Pulled Pork, Beef oder so. Halt generell Grillsachen, die typisch für Amerika sind. Bestellt habe ich mir mit meiner Freundin ein ganzes Baby-Rippchen. Dazu konnte man sich zwei Beilagen aussuchen. Wir haben uns French Fries ausgesucht und Coleslaw. Man konnte sich zum Beispiel auch Maiskolben aussuchen, gebackene Bohnen, irgendwelche Tomatensachen, aber auch andere Sachen, zum Beispiel Süßkartoffeln. Insgesamt haben wir bezahlt, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, $15.99. Cool, so schmeckt auch hier. Auf der Karte stand, dass sie ihn täglich frisch machen, könnte sein, schmeckt echt super frisch. Wirklich lecker, Hammer. Auch die French Fries gibt es nicht schlecht zu sagen. Schmecken. Können etwas salziger sein, aber ich kann nachsalzen. Hier gibt es zum Beispiel drei Soßen zur Auswahl. Einmal mit Barbecue. Einmal mit Barbecue mit Vinegar. Und hier haben wir noch so eine Senfsoße. Ich glaube, ich benutze hier auch Barbecue dazu. Ich glaube, auch die Soße schmeckt vorzüglich. Hier nochmal so ein Knoblauch, so ein Toastbrot mit Knoblauch. Okay. Lecker. Wir müssen uns entscheiden, die Rippchen. Am besten zeige ich euch, wie zart das ist. Ihr seht, allein vom Abreißen reißt perfekt ab. Richtig zart. Perfekt. Gegrillt. Eine leichte schwarze Schicht, aber nicht irgendwie verbrannt. Hier sieht man noch so ein paar Abdrücke vom Grill oder was. Wirklich, Hammer. Wirklich köstlich.